Wie viele Coins kann man mit meiner UV-Liste in einer Woche machen? Ich habe gestern meine komplette UV-Liste hier hochgeladen und heute gibt es das erste Tagesfazit. Welche Karten sich gut verkaufen haben lassen, welche Karten du jetzt unbedingt auch kaufen solltest und was man noch ein bisschen so die nächsten Tage an Content bekommen, schauen wir uns auch gleich an. Servus, Grüezi und Hallo zum weiteren Video hier auf dem Kanal. 100 Likes im letzten Video, gar kein Problem für euch. Geiler Support, danke dafür, Jungs. Gerne noch wieder liken, ihr wisst, das wichtigste Support, wichtigster Indikator für mich, ob die Videos etwas bringen. Heute machen wir ein kürzeres Video, kurz, knapp. Ich habe die Liste jetzt gerade gemeinsam mit meinen Jungs im Stream oder mit euch im Stream, wer dabei war, angepasst. Wir haben Preise anpassen müssen. Ich hatte heute Morgen eine Nullerrunde. Ich gebe euch allerdings jetzt erstmal so dieses Update, was seit gestern passiert ist. Dazu gehe ich auf Twitter. Auch hier in der Community-Funktion auf YouTube gibt es immer mal wieder so Karten, die ich, also ich zeige euch jetzt die Verkäufe, die sich seit gestern bei mir seit gestern Abend, ich war ja gestern auch live, da haben wir nochmal Liste befüllt, seit gestern Abend aufgetan haben. Ja, wir haben einen Club Makalele, der ging genauso raus, wie er hier ist, der ist noch so frisch, hat sich noch nicht mal der Chemistry Side auf die Position zurückgesetzt, ihr wisst es, wenn sie eine Karte verkauft, geht er eigentlich auf so Basic zurück, also er sieht dann so aus wie Cole, Kaka, Almada und Zinchenko. Makalele habe ich wieder nachgekauft, ich finde den unglaublich günstig oder unglaublich genial für eine UV-Liste, vor allem jetzt auch mit den ganzen Franzosen, die gezogen werden, gibt es Argumente, die mitzunehmen, wer jetzt sagt, nee, ich will keine Karte über 50k oder 100k auf der Liste haben, passt auch, ja, warum passt, weil die genauso geil funktionieren, kleine Ausschläge an so Tagen, wo es ein bisschen ruhiger ist, sind auch oft der Gamechanger, ja, geht's gerne in Serie A rein, stellt euch einen Filter ein, 12.000 bis 50.000 und nehmt euch da schon mal die Serie A-Karte mit, wenn ihr nichts zu teuer nehmt. Cole habe ich nie mehr nachgekauft, den würde ich bei 160 wieder mitnehmen. Kaka habe ich mir geholt bis 82. Almada konnte ich leider auch nicht nachkaufen, den habe ich gestern für 62.000 eingekauft. Jetzt ist er ein bisschen gestiegen, daher warte ich noch, vielleicht wieder ein bisschen günstig, unter 70k kann ich mir den schon mal mitnehmen, als Rekenflügel mit einem Hunter. Zinchenko mit dem Shadow kam natürlich wieder mit drauf, Kobel auch mit dem Glove, Sané schöner Zahlen, der 85,5 raus, auch wieder super nachgekauft, unter 60k. Benjamin André, aktuelle Karten aus der Ligue 1, nicht vergessen bitte auf der Liste. Und Ndiaye aus ZDM mit Shadow ging gestern zweimal raus, Modric ging auch noch raus, wieder bei Hunter. Dann Trent Alexander-Arnold, kannst für 60k wieder nachkaufen, könnte natürlich jetzt in den nächsten Wochen wieder ein bisschen günstiger werden. Ich lasse den allerdings drauf, weil es eine absolute Cash-Cow ist auf meiner Liste. Gut, dann Joao Cancelo, rechter Verteidiger mit einem Shadow, Kardiologe aus der türkischen Liga, linker Verteidiger, kannst du auch in der Mittelfeldposition umformen, sehr, sehr interessante Karte, einfach mit einem Anker anbieten und Position gechanged, easy, Lafonte habe ich nicht mehr nachgekauft, Cavallo ist ein bisschen gestiegen, den habe ich mir nochmal geholt, weil der einfach zu gut geht auf meiner überteuert Verkaufenliste. Ja, das sind so die Verkäufe seit gestern Abend. Ich werde euch heute Abend, wie gehabt, wieder mal ein Tagesupdate rausbringen. Jetzt noch kurz für den Content der nächsten Tage, wo wir uns darauf vorbereiten sollen. Und das ist jetzt wichtig. Und ich hoffe, ihr seid noch dran. OGs, gerne mal in Kommentare reinschreiben, wie es bei euch läuft. Wenn es jetzt mal nicht so läuft, bitte nicht sagen, ah, das ist nichts für mich, ist Schmutz, sondern versucht die Dinge zu überarbeiten. Es funktioniert. Wir machen mit UV jetzt schon seit 3 Jahren Unmengen an Coins. Ja. Entschuldigung, es muss jetzt einfach mal sein. Wie, jetzt kommentiert jetzt einer Theorie. Und dann muss man einfach ein paar Dinge anpassen und sich nicht unterkriegen lassen. Und das hier alles, was wir machen auf YouTube, ist völlig kostenlos. Und ich wünschte, damals, als ich angefangen hätte, hätte es diesen Account auch schon gegeben hier. Wir hätten so viel gemeinsam schon Coins geschäffelt. Aber so ist es halt nun mal, das ganze Wissen, was ich mir erarbeiten durfte, wird jetzt hier kanalisiert. Es muss auch keiner in meinen Streams dabei sein, die meisten so 2 Stunden dauern, weil ich das sowieso hier nochmal alles zusammenfasse auf YouTube. Also so scheiße jetzt für mich sowas zu sagen, aber so ist es nochmal. Also wenn sich jetzt hier jemand echauffiert, weil es für ihn nicht klappt, dann liegt es tatsächlich an dir, weil du die Dinge nicht richtig angehst. Also ich bin hier, um dir zu helfen. Lass uns das gemeinsam anpacken. Und so ist auch der Content. Heute Abend kommen die Upgrade Packs zur Ligue 1. Morgen kommt dann der garantierte Super League-Spieler. Mittwoch wird es scheppern, der garantierte der Ligue 1-Spieler. Und am Sonntag geht es dann los mit Serie A. Freitag geht es dann los mit Serie A-Tots und Sonntag mit Ligue Portugal-Tots. Außerdem kommt noch ein Eusebio und wahrscheinlich unmöglich ein AOA und natürlich der Europa League Showdown. Da könnt ihr heute Abend auch kommen, weil das Finale ist ja schon am Mittwoch, oder? Ja, also dahin geht mal gucken, was auf uns zukommt. Wir haben gestern Abend einen Hero Pick bekommen, 88 Blue Hero Pick. Da gehe ich auf 88 Plus Hero Pick. Da könnte sein, dass meine Erstatter bekommen, die zumindest das gemacht haben. Gehen wir aber gleich auf die Konsole rüber und schauen uns das an. Wenn du jetzt nicht genug Budget hast, dass du hier mitmachen kannst, ich krieg die Frage unter jedes Video. Mittlerweile muss ich echt irgendwie überlegen, wie ich das einblenden könnte. Hier der ultimative UV-Guide. Hier auf meinem YouTube-Kanal
unten der ultimative UV-Guide. Schaut euch bitte dieses Video an. Und wenn ihr das fertig angeschaut habt, dann geht ihr auf das hier jetzt Coins machen inklusive 100k-Liste. Die beiden Videos müsst ihr anschauen und dann sollten alle Fragen beantwortet sein, also wenn ihr wenig Budget macht, okay? Nehmen wir alles hin. Gut. Dann habe ich noch mit draufgenommen auf die Liste einen Borini und einen Mertens heute. Hat sich jetzt bisher noch nie verkauft. Es könnte sein, dass die nächsten Tage noch viel günstiger werden. Also bitte da Vorsicht, die Karten schauen mega gut aus. Aber seid mir da bitte, ich will nicht, dass ihr da jetzt rausschaut. Erstmal, was sich bei mir verkauft. Und jetzt geht es die Low-Budget-Versionen durch. Und wir schauen uns auch gleich nochmal die Serie A-Karten an, die ihr hier noch nachkaufen könnt. Aber erstmal noch, gestern kam dann dieses 88 Plus Hero Pickchen, leider nicht wiederholbar, leider das sehr, sehr langweilig vom Content her, muss ich sagen. Und das war dann da und diese SPC hier, da stand statt 87 oben, stand 86 Gesamtteam. Ja, und war allerdings ein 87er Team gemeint, aber es war halt falsch ausgezeichnet. Jetzt haben einige von euch gesagt, hey, da kriegen wir sicherlich eine Erstattung. Ich weiß es nicht, ob es so ist, aber die Chancen sind natürlich da, dass es eine kommt. Und ich würde es euch gönnen, bei mir war Dudek drin oder irgendwie sowas, also nichts, was ich brauchen könnte. Denkt auch bitte noch an die Tagesanmeldungs-SPC. Ja, okay. Und jetzt kommen wir nochmal schnell zum Tagesfazit. Ja, weil es hat sich in der Zwischenzeit... Ah, schade, hat mich kurz gefreut, dass ich noch einen Verkauf live für mein Video besiegen könnte. Ich zeige euch jetzt mal wieder meinen Transferlist. Davor Disclaimer, Transfererlös, fließt alles mit rein. Es wird keine EA-Tax abgezogen. Wird nicht rausgehen, wenn du Position-Modifikatoren nutzt oder Game-Assist-Styles, aber für mich ist ein Anhaltspunkt, wie es auf die UV-Liste zugeht. Ich habe die Liste gestern 15 Uhr geschaltet, circa seitdem 631.000, was nach Abzug von allem, was ich so benutzt habe, auch wenn ich habe ein Shopback auch noch geöffnet, sollten es 500.000 Coins seit gestern gewesen sein, was den Campaign bewährt, der SPC eigentlich schon wieder reinbringt. Und da bin ich sehr, sehr froh. Wenn ihr jetzt sagt, oh, bei mir, ich habe zwar gute Verkäufe, ich habe nur 200.000 oder 100.000, das kann schon gewisserweise auch dran liegen, wenn wir alle die gleichen Preise haben, ja, dann kann es für uns alle ein bisschen schwieriger laufen. Daher geht es mal eure Liste durch und versucht es von meinen Preisen wegzukommen. Ja. Geht jetzt nicht da rein und sagt, ey, ich mache jetzt das 1 zu 1 wie das Webpix, das kann zwar funktionieren, ja, aber die erfolgreichsten von euch werden immer die sein, die sich die Preise dann auch ein bisschen selbst finden. Ja. Schaut mal her, die hat jetzt hier 53,5, mache ich halt 43, hat hier 43,250, mache ich 43,57, verändert es nur Nuancen. Und so eine kleine Nuance, ich mache es auch oft so, dass ich am Tag einfach in der Früh, wenn ich zu faul bin, gehe ich kurz rein, jede Karte an, klicke drauf, X und verändere den Preis einmal nach links, einmal nach rechts. Das war's, also 250 oder 500 rauf und runter. Das reicht oft schon. Also es ist nicht schwer. UV ist super simpel und jeder kann das, da glaube ich fest dran. Und ja, was kann man jetzt noch einkaufen? Ich würde euch bitte ans Herz legen, die letzten Wochen war es immer so, bei Bundesliga, bei La Liga oder auch bei der Premier League, dass ab Dienstag die Karten, die für den Cup gebraucht wurden, das Premier League nehme ich da nochmal aus, Dienstag die Karten, die gebraucht wurden, eingebrochen sind, sehr günstig geworden sind. Und jetzt haben wir zwar den Cup einen Tag später bekommen, für die Ligue 1. Ich kann mir allerdings trotzdem vorstellen, dass die Karten im Laufe der Woche ein bisschen an Wert verlieren. Versucht euch frühzeitig von euren Ligue 1 Karten zu trennen, außer von den Andres und so, die sowieso mit dem Position Modifikator super laufen. Oder auch Ceballo oder wie der heißt, Cabela, genauso Samba, die dürfen draufbleiben. Aber so alle anderen kann man jetzt dann ein Stück weit mit Serie A Karten ergänzen. Da gibt es noch einige sehr, sehr interessante. Moment, ich gehe kurz hier rein. Ich habe da letzte Woche ja schon mit euch gemeinsam eingekauft, Serie A. So schaut es bei mir aus. Ich mache kurz die Kamera weg, dass ihr seht, welche Karten ich genommen habe. Gibt es noch einige, die ihr mitnehmen könnt. Hero-Karten sind immer nicht so krass gestiegen, aber gehen halt sehr, sehr gut UV. Amrabat, Nakata, so könnt alles, könnt ihr alles einpacken hier. Also was ihr hier seht, einfach mit auf die Transferliste mit draufpacken. Piraki könnte ein bisschen teurer geworden sein jetzt für euch, vielleicht sollte der Preis nicht mehr so optimal, aber wenn ihr ihn um die 20k kriegt, ist top. Außenverteidiger sowieso immer so ein kleiner ja, Cheatcode beim frühzeitigen Einkaufen. Also nehmt euch da, schaut euch gerne die Serie A-Karten nochmal an, geht's auf Footbin, schätzt euch ein euren Preis, geht's durch und kauft die Dinge ein. Wenn es jetzt wirklich nicht klappen sollte, wir haben es gestern mal versucht, schreibt gerne die Karten rein in die Kommentare, die bei euch gut laufen, die ihr jetzt noch für Serie A empfehlen würdet. Lest euch die Kommentare gegenseitig, unterstützt euch als Community, helft euch gemeinsam, inspiriert euch, da macht es viel, viel mehr Spaß. Und ich für meinen Teil sage danke fürs Anschauen, gerne Video noch liken,
Kanal aktivieren und Glocke abonnieren. Das würde mich freuen. Ich bin morgen Abend wahrscheinlich wieder live und das Video kommt wahrscheinlich morgen auch wieder. Ich weiß noch nicht genau. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es so gut läuft für alle von uns. Und wenn es irgendwo nicht so gut läuft, keine Sorge, ich werde mich nicht verpissen. Wir bauen das alles gemeinsam auf. Peace out, euer SwPix.